Hier ist Anna Sophia Michaelis und ich möchte euch heute einfach eine kleine Vorstellungsrunde machen. Das heißt, ich möchte mich heute euch gern vorstellen und euch einfach ein bisschen erzählen, wer ich bin und was ich mache. Was mache ich? Mein Hauptjob, sage ich mal, ist, ich mache Prophezeiungen für die Menschheit. Man könnte auch sagen, Vorhersagen über die Zukunft unserer Menschheit. Das heißt, ich bekomme seit einigen Jahren Bilder von oben durch, Bilder, Szenen, könnte ich mal sagen, und Informationen. Informationen, das heißt, man kann Bilder ja verschieden interpretieren, wenn man also irgendwelche Visionen hat. Ich könnte mal sagen, ich bekomme diese Informationen von Gott und den Engeln. Das heißt, die klassische Equipe war es vor allen Dingen die ersten Jahre und auch die Erzengel. Dann ist es vor einigen Jahren noch ein bisschen weiter geworden. Das heißt, ich bekam dann auch ganz viele weibliche, göttliche Kräfte mit und auch ganz starke Kräfte aus dem Universum, könnte ich mal sagen, also universelle Kräfte. Und dieses Wissen, das ich bekomme, kommt, ich könnte mal sagen, direkt aus der Quelle. Aus der Quelle unseres Kosmos, unseres Seins heraus sozusagen. Das ist eine Quelle von Kraft, von Wissen. Und direkt da heraus kommt das, was ich da sehe und mitbekomme. Das heißt, was ich schaue seit Jahren, wiederholt, das sind Bilder, erstmal wie unsere Welt entstanden ist, über unsere Geschichte, über die ganze Menschheitsgeschichte. Ich bekomme Bilder und Informationen über das, was hier zurzeit passiert auf der Erde, wie von so einem Art Satellitenblick. Das heißt, ich gucke von oben da drauf sozusagen und ich bekomme Informationen dazu, was das alles zu bedeuten hat, warum das passiert und wie das passiert und wo es hingeht. Ich bekomme Informationen auch über unsere Zukunft, wo wir hingehen, wie unsere Zukunft eben aussieht. Und was ich dabei ganz stark sehe, ist auch, dass unsere Werte sich ganz, ganz stark verändern werden innerhalb der nächsten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrzehnte namentlich, Jahre, Jahrzehnte. Das ist ja schon Gang, das merken wir schon. Und dazu möchte ich euch sozusagen gerne etwas wie eine Guideline mitgeben. Das heißt, das Wissen, das ich mitbekomme, möchte ich euch gerne mitteilen, mit euch teilen. Und zwar warum? Erstmal, weil das von oben auch so gedacht ist, sonst würde ich das ganze Wissen vielleicht auch nicht bekommen. Und zweitens auch deswegen, weil ich merke, dass mir das ganze Wissen so sehr hilft, durch diese schwierige, bewegte Zeit gut hindurchzukommen, um sicher und gelassen zu bleiben und vor manchen Zwischenfällen auch bewahrt zu bleiben, die nicht unbedingt nötig sind, wenn man einfach den Weg kennt. Das heißt, es gibt sowas wie ein Ziel. Wir sind wirklich in einer Veränderungszeit, das merken wir alle. Und ich sehe manchmal so ein bisschen wie eine Karawane vor mir. Das heißt, als wären wir alle sozusagen Teil einer Karawane und würden in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Und da brauchen wir eine Art Leitung und auch Begleitung dazu. Wo geht die Reise hin? Im Grunde in eine Zeit, und das können wir uns jetzt manchmal vielleicht auch nicht vorstellen, die sehr viel friedlicher sein wird als das, was wir bisher haben oder im letzten Jahrhundert auch hatten. Das heißt, es will hineingehen in eine Zeit des Friedens, des Wohlseins, der Fülle. Aber da müssen wir eben hinkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Weg finden dahin. Und da bekomme ich so etwas mit, ich könnte mal was sagen, wie ein Fahrplan sozusagen, wie wir da hinkommen können, oder ein Wegplan. Und das ist das, wie gesagt, was ich mit euch teilen möchte. Und ich habe auch einen Kurs gerade rausgebracht über Energiemanagement. Und warum Energiemanagement? Warum ist Energie so wichtig? Ich bin also ausgebildete Reiki-Praktikerin, das heißt, wie man hier in Frankreich sagt, Energetisiererin. Also ich energisiere, aber warum ist das so wichtig? Ich bekomme also mit von oben, dass das ganze Universum und alles, was besteht hier,
aus zwei Elementen besteht, aus zwei Grundbausteinen. Information plus Energie. Das geht das Universum im Ganzen an, das geht jede Zelle an, jeden Menschen, jedes Wesen, die Erde, Leben selbst, diese zwei Grundbausteine. Und wenn eins von beiden defekt ist, die Information oder die Energie, dann führt das Ganze nicht zu Leben und zu Wohlsein, sondern im Gegenteil zu irgendeiner Form von Zerstörung. Dauerhaft, langsam unter Umständen oder schnell wie auch immer. Das heißt, ein ganz wichtiger Baustein, um hier gut weiterzukommen und gut durchzukommen, ist Energie. Negative Energien beeinträchtigen uns einfach und führen nicht zum Aufbau, führen nicht zum Leben, zum Lebenserhalt. Das ist also ganz wichtig, das zu begreifen und zu lernen, und darüber erfahrt ihr mehr, wie gesagt, in meinem Online-Kurs zum Beispiel. Die andere Hälfte, wie gesagt, die Information, das ist, wie gesagt, das, was auch in den Büchern geschrieben steht, zum Beispiel. Was ist so wichtig an der Information? Die Information ist sowas wie ein Bauplan. Die innere Essenz, eine Situation, die innere Essenz von uns, das könnte auch unser Lebensplan sein, ist es sowas wie eine geistige, energetische DNA, könnte ich mal sagen. Der Aufbauplan einer Situation, der Aufbauplan unserer Welt, unserer Menschheit, aber auch von jedem Einzelnen von uns. Diese Informationen, wie sehen die aus? Wo führen die hin? Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir da wieder nachgucken, dass diese Informationen stimmen, dass wir da auf dem aufbauen, was wirklich auch stimmig ist. Deswegen müssen diese ganzen Sachen jetzt neu abgedatet werden. Das ganze Wissen muss neu runtergeholt werden, weil sich über die letzten Jahre, Jahrhunderte, ja, Tausende, muss ich leider sagen, einige Fehlinformationen eingeschlichen haben, die jetzt dahin auch mitgeführt haben, wo wir heute stehen. Und heute stehen wir eben nicht nur in einer sehr positiven Situation in der Welt, sondern leider haben wir sehr viel Zerstörung. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben, was ich damit meine. Es könnte also sein, zum Beispiel, du bist dabei gerade, dich auf irgendeine neue Arbeit zu bewerben. Du bist qualifiziert, du bist motiviert, du hast Lust dazu. Du schreibst die Bewerbung auch an die richtigen Arbeitgeber, die also geeignet sind. Du schreibst zum Beispiel 50 Bewerbungen und trotzdem klappt nichts davon. Was ist das? Wir haben gehört, schon seit langer Zeit, vom Gesetz Ursache und Wirkung. Das Gesetz von Ursache und Wirkung leuchtet jedem ein, jeder kennt es, jeder hört es irgendwie. Ganz plausibel. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo es eigentlich herkommt. Wo kommt das her, eigentlich, dieses Gesetz? Wer hat das irgendwann mal formuliert? Wo kommt das Gesetz her? Das Gesetz ist etwa 2.000 bis 3.000 Jahre alt und ist formuliert worden in der Antike von einem sogenannten Menschen, der Hermes Trismegistus heißt. Es ist manchmal ein bisschen die Frage, ob dieser Mensch wirklich existiert hat. Es gibt aber auf jeden Fall die hermetischen Gesetze, die vor 2.000 bis 3.000 Jahren formuliert worden sind. Auf diesen Gesetzen baut sich ganz, ganz viel unseres heutigen Denkens auf. Das machen wir uns oft nicht klar. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ich jetzt also die ganzen Bewerbungen abgeschickt habe und gesagt habe, kein Glück dabei, da sage ich schon Glück, dann frage ich mich, was ist das? Normalerweise habe ich dann zwei Möglichkeiten zu reagieren. Auf Basis dieses Denkens Ursache und Wirkung. Entweder ich bin großer Versager, denn an der Ursache kann ja etwas nicht stimmen, die Wirkung ist nicht da, der Effekt ist nicht da, dass ich Erfolg habe. Also muss ich etwas falsch gemacht haben. Ich kann mich also schuldig fühlen, zum Beispiel, oder versagermäßig oder genau das. Oder ich kann sagen, blöde Welt. Ich kann die ganze Welt verdammen, irgendwas. Hier, die Wirkung stimmt irgendwie nicht. Das ist nicht meine Schuld, die Welt ist schuld sozusagen. Ne? Hilft aber auch nicht weiter. Das heißt, beide Wege führen eigentlich in eine Blockade, in eine Stagnation. Was hilft weiter? Zu erkennen, dass dieses Gesetz zwar nicht falsch ist, aber es ist ergänzungsbedürftig.
Da fehlt ein Teil. Zwischen der Ursache und der Wirkung gibt es ein ganz großes Volumen. Und das sind die Schicksalskräfte, die mit einwirken. Entweder die positiven, die negativen. Das sind entweder die Hilfskräfte, die göttlichen Kräfte vielleicht, jedenfalls die Schicksalskräfte oder aber auch die Gegenkräfte zum Beispiel. Ein Beispiel, woran wir das sehr schön erkennen können, dass Ursachenwirkung nicht einfach nur alleine stehen, ist, dass man auch für Versuche oft in ein Labor geht. Und warum? Weil man Nebeneffekte, eben diese anderen Einwirkungen, gerne ausschalten möchte. Man schaltet gerne aus, um bestimmte Resultate zu erzielen in Versuchen aus Wind, Wetter, also Regen, Schnee, zu viel Hitze, zu viel Kälte, was auch immer. Das alles ist ein Stück weit das Schicksal. Das alles sind Kräfte, die mit einwirken. Zwischen Ursache und Wirkung. Und wenn wir das nicht mit einbeziehen, dann können wir uns ziemlich täuschen, irre gehen, auch unnötig frustriert sein unter Umständen. Wir suchen unter Umständen den Fehler am falschen Ort. Wenn wir aber das mit einbeziehen, können wir völlig anders reagieren und uns völlig neu ausrichten auch. Deswegen ist es so wichtig, auch solche universellen Gesetze heutzutage wieder neu anzugucken und unter Umständen etwas zu korrigieren oder neu zu ergänzen, wie auch immer. Deswegen eben habe ich so ein großes Anliegen, euch diese Dinge heute neu mitzugeben. Universelle Gesetze, wie gesagt, sind ein Teil davon. Ein kosmisches Wissen, das ganz, ganz vieles liegt da drin. Okay, das ist also ein kleines Beispiel, wie solche Gesetze, solches Wissen, solches Denken, das wir in uns haben, jeden Tag auf uns, unser Leben einwirkt und auch auf unsere Entscheidungen. Das heißt, das ist nichts Abstraktes, das ist ganz konkret in unserem Leben jeden Tag präsent. Deswegen ein kleines Update heutzutage für euch. Wie gesagt, die Form ist, wie gesagt, Bücher, Geschichten auch, E-Stories nenne ich gerade, E-Geschichten, also Online-Geschichten. Ich habe einige Videos produziert in den letzten Jahren, immer wieder kostenlos auf YouTube, Spiritual News genannt. Ich habe einfach den Titel geändert, heute und morgen. Einen schönen Titel, weil es eben geht um das, was heute in der Welt passiert und was morgen auf uns zukommt. Mit Tipps, was ihr selber tun könnt, um gut durch diese Zeit durchzukommen. Es gibt einige Projekte auch, weiterhin einen neuen Online-Kurs zu machen, wo ich euch noch mehr Informationen durchgebe über die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft unserer Menschheit. Was ich auch anbiete, ist Einzelberatung, weil es sein könnte, dass du vielleicht selber oder dass sie vielleicht ganz bestimmte Fragen haben in Bezug auf ihr Leben. Wie kann ich das verstehen? Was ist bei mir gerade los? Wie kann ich gerade mein Leben gut ausrichten, damit ich heil durch diese schwierige Zeit durchkomme? Was kann ich erwarten? Wo geht es gerade hin? Es könnte auch sein, ich biete also auch Einzelbehandlung an, also auch Energiebehandlung. Das kann auch auf die Ferne sein, denn Energie wirken auch auf die Ferne hin. Das ist wie bei Radiowellen, die werden hier ausgesendet, kommen woanders an und setzen den Weg zurück. Und genauso funktioniert das bei Energie auch. Man muss nicht unbedingt direkt neben dran sitzen. Und das gilt dem, dass wir manchmal überlastet sind mit negativen Energien, heutzutage besonders. Und dann müssen wir manchmal ganz viel detoxen. Und unsere Batterien heutzutage auch neu aufladen, weil wir oft alle ziemlich im Energiedefizit sind heutzutage. Und ein großes Anliegen ist mir dabei auch, Energieberatung zu machen, wo ich sie, dich, wie auch immer euch, anlerne, auch wie ihr selber gut für eure Energien Haushalt sorgen könnt. Deswegen Energiemanagement. Okay. Das sind also diese Sachen. Wie gesagt, Werbung, würde ich schon sagen. Ihr könnt euch auch kostenlos immer wieder kleine Messages angucken, die ich auf Instagram und Facebook poste. Das heißt, diese Guideline, diese Führungslinie, sozusagen diese Leitlinie in die Zukunft hinein, in eine gute Zukunft hinein, das findet ihr durchaus auch kostenlos auf den sozialen Medien. Und ihr könnt auch ganz, ganz gern reinschauen auf meine Internetseite und noch zu gucken, was es sonst noch gibt, was ihr auch, wie gesagt, kaufen könnt.
Auch ein Video ist herausgekommen, kann es eine Diktatur geben? Eine Frage, die an mich immer wieder herangetragen worden ist, weil sich Gedanken, Menschen Gedanken darüber machen, gerade hier in Europa aktuell, weil man manchmal Angst hat, wo geht das Ganze hin? Es gibt so viele Restriktionen, so viele Veränderungen. Okay, was passiert da eigentlich? Falls ihr also Lust darauf habt, euch dafür interessiert, schmökert einfach mal, guckt euch einfach mal um. Ich freue mich auf jeden Fall, euch kennenzulernen. Ich freue mich über Interesse und ich freue mich auch vielleicht auf unsere Zusammenarbeit. Und ich sage einfach mal für heute, bis dann. Alles Liebe und Gute. Bis dann. Tschüssi. Ciao.